Buongiorno, 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 meine Schalker-Freunde, YouTube-Freunde und Sportskameraden. Ja, Trainingslager in Mittersill in Österreich hat begonnen. Und den Jugoslav Mikhailov, den 18-Jährigen, haben sie als Trainingsgast mitgenommen. Ist ja eine Kooperation mit St. Petersburg, 18 Jahre. Und Gramozzi sagte, mal schauen, wie er sich im Trainingslager so macht. Und da ist dann eine Überlegung wert, den auszuleihen. Weil er hat ja noch Vertrag bei St. Petersburg. Und viele, was ich lese, boah, ist ein guter Junge, hat gut gespielt. Jungs, Ball flach halten. Der Junge hat gegen einen Landesligisten gespielt, hat sich gut präsentiert, aber noch immer gegen einen Landesligisten haben wir gespielt. Da war ein Abwehrspieler, der war dicker als ich, hatte mehr Übergewicht und das ist einfach gegen so einen Landesligisten zu spielen. Deswegen halten wir den Ball flach, schauen wir mal, wie er sich präsentiert gegen stärkere Gegner. Ja, und zum ersten Spieltag gegen den HSV sind 19.770 Zuschauer in der Arena erlaubt. Wir warten erstmal bis zum 23. Juli, was dann noch passiert mit Corona. Aber schon mal gut, dass da 19.000 rein dürfen, unsere Mannschaft anfeiern dürfen. Man hat das ja auch in die Freundschaftsspiele gesehen, da waren 1.000 Zuschauer. Die Begeisterung für unsere Verein ist noch immer da, obwohl wir so eine schlechte Saison gemacht haben mit dem Abstieg. Und sogar unsere Schalker Führungsetage hatte gesagt, sogar 40.000 Karteninhaber, oder sagen wir so, über 40.000 Dauerkarten haben wir für die zweite Liga. Nur 2% haben ihre Dauerkarte wieder zurückgegeben. Und es sind viele, die eine Dauerkarte haben möchten. Da sage ich, ey, wir sind doch die geilsten Fans, oder? Wir sind die geilsten Fans, die man überhaupt haben kann. Und das muss die Mannschaft begreift hat jetzt. Das ist ja ein neues Team. Die werden sehen, was für eine Unterstützung die am 23. Juni in der Arena kriegen werden. Ja, und was war da noch? Stimmt. Rabi Matondo, Knieprobleme, und Kutucu, Oberschenkelprobleme, fahren nicht mit zum Trainingslager. Was ich bei Kutucu eigentlich schade finde, der hätte auch zum Trainingslager mitfahren können und sich da auskurieren lassen können. Aber okay, da sind Vermutungen, dass er abgegeben werden soll. Ich hoffe nicht, weil er ist ein Schalker Jung, gibt ihm die Chance in der zweiten Liga, weil wir brauchen so einen Jungen. Bevor ich einen 18-Jährigen hole, lasse ich mit dem Kutucu spielen. Sorry, zweite Liga, Kämpfertyp, Gelsenkirchener Jung, würde ich auf jeden Fall den eine Chance geben, sehe ich so. Er ist ein Gelsenkirchener Jung. Und wir haben einen neuen Mannschaftsrat mit Ralf Fährmann, Langer, Latzer, Terode, Ciao und Palzon. Das ist unser neuer Mannschaftsrat. Bin ich gespannt, wie die neue Saison abgehen wird. Aber eins auf eins können sich die Spieler verlassen. Wir Fans stehen hinter euch. Das habt ihr in den Freundschaftsspielen gesehen. Und das wird auch so sein. Ja, das war's aus dem wunderschönen Gelsenkirchen mit einem super Wetter wieder, wie immer. Regen, Regen, Regen. Alles klar. Wünsche ich euch alle noch einen schönen Montag. Was sage ich dann? Schönen Mittwoch. Ciao.